Super. Gute Karte. Bei den Riha Open im heurigen Jahr. Wie schwer war es denn, sich diesen heute zu holen? Heute war es sehr, sehr schwer, weil wirklich viele starke Spieler heute waren. Ich wollte eigentlich heute nicht kommen, weil es eigentlich keine Lust, aber war doch froh, dass ich heute da bin. Du hast aber nicht nur den heutigen Turniersieg geholt, sondern vor allem den Gesamtsieg. Was bedeutet dir dieser? Ja, das ist ein großer Erfolg, ja, weil du musst wirklich auch was können, damit eben so weit kommst, und dass ich natürlich Erster bin, das ist umso mehr besser. Jetzt ist das natürlich bei diesem Turnier etwas ganz Besonderes, weil ja vor allem die Fairness im Vordergrund steht. Das heißt, unabhängig von der Spielstärke hat man die Chance auf diesen Gesamtsieg. Macht das dieses Turnier eben so besonders? Ja, heute zum Beispiel für mich überhaupt, ja, der Philipp, der was den höchsten Bewerkbohnen hat, der hat es wirklich verdient gehabt. Ja, der hat für mich zu stark gespielt. Ja. Und ja, wie gesagt, das ist. Fairness sollte immer sein. Das muss jetzt nicht nur im Tischtennis sein, ja, sondern auch woanders. Dürfen wir im nächsten Jahr wieder mit dir rechnen? Wirst du den Titel versuchen zu verteidigen? Ja, natürlich. Es ist, wie gesagt, Neudorf ist eine super Halle, ja, super Stimmungen, ja, und hast halt verschiedene Spieler. Ja, und das ist das Wichtigste überhaupt im Spiel. Ja. Wenn du immer nur gegen selbe Spieler spielst, wird es langweilig. Und da hast du halt eben die Herausforderung, ja, und auch gegen die Jugend halt, ja, die wächst. Ja, und das ist halt mehr Anstrengung vonnöten. Gerade weil man eben auf ähnlichem Niveau agiert, ist es dadurch auch schwieriger zum Teil? Ja, auch. Ja. Nur halt, wie gesagt, die Jungen trainieren auch viel. Ja. Ich bin froh, dass ich einen guten Tag habe. Ja. Wenn ich ein schönes Spiel habe, ist mir das natürlich mehr wert wie Sieg überhaupt. Danke dir. Gratuliere. Ich, aber